Kapitel 26 Schwäche der Stärksten. Als Machado in die Höhle an der Spitze des Eisberges wiederkehrte, den Beinschutz der Plot Armor bei sich, fand er dort seine beiden Teamkollegen ruhig sitzend auf. Kell wirkte durcheinander und atmete schwer. Jedoch schien er noch Kontrolle zu haben, im Gegensatz zu den Befürchtungen, die Machado hatte. Aurora saß dicht neben ihm, stumm versuchend ihn zu beruhigen. Irgendwo überraschte dieser Anblick Machado und erweckte Erinnerungen. Erinnerungen, welche er in den Tiefen seines Unterbewusstseins vergraben hatte. Wie ein Blitz schien sein Verstand aufzuleuchten, als er erkannte, woran ihn all dies erinnerte. Er hatte sich also doch richtig entschieden. Kurz verweilte er in seinen Gedanken, während Aurora ihren Fokus komplett auf Kell gelegt hatte. Einfach atmen, du bist stärker als dieses Wesen. Diese Worte holten den Schattenkrieger wieder aus seiner Starre zurück. Und sein muss er das jetzt auch nicht mehr. Wir haben nun den Beinschutz der Plot Armor. Seine Teamkollegen bemerkten sein Erscheinen nun. Sofort stand Kell auf und nahm die Rüstung an sich, um sie anzuziehen. Das Glühen in seinen Augen verschwand völlig. Es schien, als würde Kell wieder ruhiger werden. Es hilft. Gott sei Dank. All diese Stimmen. Sie wollen nichts von mir als Tod und Zerstörung. Endlich sind sie wieder still. Kurz blickte sich Machado um, während Kell sich entspannte. Sagt mal, Leute. Wo ist Dakra eigentlich hin? Wo ist... Fuck! Aurora sah nun auch, dass der regungslose Körper des Schwarzmagiers nicht mehr in dieser Höhle lag. Er war verschwunden, ohne jede Spur. Er ist weg, nur weil ich mich nicht unter Kontrolle hatte. Denk nicht so, Kell, du kannst nichts dafür. Ohne einen Plan hätten wir nicht einmal gewonnen, aber... Wie konntest du eigentlich wissen, dass das funktionieren würde? In den Augen des Arcani erblickte sie Furcht. Gar nicht, ich wusste es nicht. Für einen Moment kehrte Stille ein. Also, Dakra mag entkommen sein, aber letztlich... Wir haben ihn enttarnt und besiegt. Außerdem haben wir den zweiten Teil der Plot Armor, also... Ist das letztlich ein Sieg, denkt ihr nicht? Ich schätze, du hast recht. Also lass uns zurückkehren. Die Rückreise nach Kiratown verlief ähnlich ruhig wie die Hinreise. Abgesehen davon, dass die Gespräche innerhalb des Teams sich minderten. Kell wirkte niedergeschlagen, trotz des Sieges, den das Team alleine durch seinen Plan erringen konnte. Auch Machado, so erkannte Aurora, wirkte eher in Gedanken versunken als sonst, auch wenn sie nicht wusste, weshalb genau. Doch auch hatte sie den Eindruck, als würde Machado es mit ihr teilen wollen, jedoch nicht wissen, wie er dies könnte. Nach zwei weiteren Tagen kehrte das siegreiche Team so wieder ein, in Kiratown und dem Tower der Liga. Worauf sich bereits alle geeinigt hatten? Es musste sofort eine Versammlung geben. Deswegen, nachdem sie ihr Gepäck kurz in Auroras Haus ablegten, begaben sich alle drei sofort zum Büro des Team Fossil. Dasselbe Klingeln des Aufzugs läutete die nächste Begegnung mit Monagoras und Amagaga ein. Team Polana Watra, ihr seid zurück und hattet Erfolg, wie ich sehe. Herzlichen Glückwunsch euch dreien. Nun, was führt euch denn zu uns? Noch wollte Aurora nicht die gesamte Wahrheit verraten, nicht bevor die Versammlung begonnen hatte. Wir haben auf dem Trip Wichtiges erfahren. Wir brauchen eine Versammlung der vertrauten Teams. Denkst du wirklich, dass das... Monagoras kam jedoch nicht dazu, seine Beschwerde zu vollenden, da Amagaga bereits einen Knopf drückte und in ein Mikrofon sprach. Team Slash und Team Nordica finden sich bitte augenblicklich in Ebene 12 ein. Alle Unbeteiligten mögen den Bereich augenblicklich räumen. Danke. Mit einem Funkeln in den Augen blickte er seinen Teampartner an. Du wolltest noch etwas sagen? Natürlich hatte der Tyrannosaurier nichts mehr zu ergänzen. Stattdessen begaben sich beide im Büro anwesenden Teams in die Gemeinschaftsebene.
Sowohl Team Nordica als auch Team Slash waren bereits versammelt, weshalb Amagaga die Tür sogleich verschloss. Dem ersteren der beiden Teams fehlte ein Pokémon, jedoch wunderte dies kein Mitglied Polana Vatras. Als die bereits anwesenden Team Polana Vatra entdeckten, waren die Reaktionen gemischt. Zorak wirkte beinahe überrascht, aber auch erfreut. Aurora, Kel, Mashadow, ihr seid bereits zurück? Ihr Teampartner hingegen war wie immer weniger freundlich. Irgendwie habt ihr also schon wieder überlebt. Langsam fange ich an zu glauben, dass das mehr als Glück ist. Gerade mit dem Gedanken bei dem großen Verdacht ihres Komitees konnte Aurora nicht anders als Zeraora so zornig anzuknurren. Von Seiten Team Nordicas kam keine größere Reaktion als ein höfliches Nicken Elementaras. Also, warum stört ihr uns jetzt wieder? Amagaga warf einen Blick zu Aurora, während sein Teampartner sich genervt äußerte. Das dürfte das Trio da fragen. Wir selber wissen es ja auch noch nicht. Als wäre es abgesprochen, ergriff Aurora sofort im Namen ihres Teams das Wort. Dann lasst mich reden und ihr erfahrt mehr. Zu ihrer Freude verstummten tatsächlich beide der Problem-Pokémon. Zunächst wandte sich Aurora an Elementara. Team Nordica, Elementara, was wisst ihr von Darkrai? Sorgenvoll blickte die Teamleiterin auf. Wir suchen ihn schon seit Tagen. Er ist nirgends aufzufinden. Ich mache mir Sorgen, dass er Epsilon begegnet sein könnte oder einem Verräter auf die Schliche gekommen ist, der ihn geschnappt hat. Die Sorge um ihren ehemaligen Teampartner, die Elementara zeigte, schmerzte auch Aurora. Sie wusste die Wahrheit und auch, dass es für das gesamte Team ein schwerer Schlag wäre. Also es tut mir leid, aber ich bezweifle, dass er wiederkehren wird. Schockiert blickte jedes Mitglied des angesprochenen Teams auf. Kanimani antwortete zuerst. Was meinst du? Was wisst ihr über ihn? Entgegen Auroras Erwartungen übernahm Kel das Wort an ihrer Stelle. Darkrai hat euch getäuscht. Erens am Eisberg erwartet, nachdem wir verspätet abgereist waren, um Epsilon zu entgehen. Darkrai war ein Verräter, ein Teil der Plot-Elite. Wir haben ihn besiegt, aber er ist geflohen. Stille beherrschte den Raum. Aber nur für Sekunden, bevor Elementara ihre Stimme erhob. Darkrai ist kein schlechtes Pokémon, auch wenn viele ihn für eins halten. Er würde niemals mit Epsilon zusammenarbeiten. Ohne Beweise glaube ich diese Behauptung nicht. So leid es mir tut, Elementara, aber mehr Beweise als die Worte dreier Pokémon und Darkrais unerklärliche Abwesenheit wirst du nicht bekommen. Und ich habe noch eine Nachricht. Darkrai, oder wie er in der Plot-Elite genannt wird, der Schwarzmagier, hatte mehr geplaudert, als für sein eigenes Wohl gesollt wäre. Er sagte das selbst im Falle seiner Niederlage. Sei nicht der Einzige in unseren Reihen. Wir haben zwar einen Verräter gefunden, aber es gibt noch einen zweiten. An den Blicken, welche sie empfing, erkannte Aurora, dass ihre Ansprache für wenig Überzeugung gesorgt hatte. Oder wollt ihr jetzt beginnen, an mir zu zweifeln? Letztes Mal wart ihr euch alle einig, dass ich als Einzige hier ein festes Alibi habe. Wollt ihr dann wirklich heute meine Worte als Lügen abstempeln? Für einen Moment sagte niemand etwas. Überraschenderweise war es Zeraora, der als erstes seine Stimme erhob. So ungern ich es auch zugebe, Aurora hat recht. Wenn wir ihren Worten nicht vertrauen, dann hat alles, was wir hier tun, keinen Sinn. Dann dürften wir niemandem vertrauen. Was beinahe noch überraschender war als Zeraoras Zuspruch, war, dass gerade Monagoras als zweites einstimmte. Aurora hat keinen Grund zu lügen. Ich habe sie auf einer Reise begleitet. Ich erkenne die Wahrheit in ihren Worten. Auch wenn es schmerzt zu wissen, dass mehrere aus unserer Runde uns verraten. Langsam aber sicher schien auch Elementara den ersten Schock zu überwinden. Ich brauche frische Luft. Ich brauche Zeit für mich. Nach einem weiteren kurzen Nicken stand sie auf und verließ den Raum, nachdem Amagaga die Tür kurz öffnete, damit sie passieren könnte. Als sie fort war, wandte Latias sich vorsichtig an Aurora. Bitte verzeihe, sie meint es nicht böse, auch wenn sie es nicht sagt, sie weiß auch, dass sie die Wahrheit sagt. Es ist nur schwer zu akzeptieren, für uns aber noch mehr für sie. Ihr müsst wissen, Darkrai war ihr erster Teampartner und zumindest dachte sie, dass ihr bester Freund für viele Jahre. Ihr Bruder ergriff das Wort.
Auch wenn sie selber ihn vielleicht sogar als mehr gesehen hat als seinen Freund, schätze ich zumindest. Latias wirkte kurz etwas schockiert, dass Latios eine derartige, vermutlich recht geheime Information einfach preisgab, auch wenn es nur eine Vermutung war. Das Bewusstsein der Wahrheit hinter seinen Worten zeigte aber auch Aurora, wie viel Einfluss ihr neues Wissen wahrlich auf die Leiterin des stärksten Teams hatte. Sie nahm sich vor, noch einmal privat mit Elementara zu reden. In diesem Moment jedoch gab es andere Prioritäten. Also, ich denke, dass wir alle mit unseren derzeitigen Plänen zur Suche einfach weitermachen, nicht? Tatsächlich gab es einen Einwand aus ihrem eigenen Team. Durch Marshadow. Nach dem, was ich in den letzten Tagen gesehen habe, will ich nicht weitermachen wie zuvor. Kurz verstand Aurora nicht, was ihr Teamkollege andeuten wollte. Was? Aber du... Versteh mich nicht falsch. Ich will weitersuchen, aber... Du hast ja auch gesehen, was Keller auf dem Eisberg getan hat. Moralisch werde ich es nicht weiter unterstützen, ihn auszuschließen und als Feind zu behandeln. Wie wir es im Prinzip hier tun. Auroras Sorgen schwanden und wandelten sich zu Freude. Nun, dabei muss ich ihm zustimmen. Kell hat sich mehr als nur bewiesen. Er hat seinen eigenen Hals riskiert, mehrfach, damit wir Darkrai besiegen konnten. Zoroark, Latias, ihr wolltet, dass ich ihn beobachte und herausfinde, ob Kell ein Verräter ist. Meine Untersuchung ist zu Ende. Verwirrt blickte Kell zwischen seinen Teamkameraden hin und her. Du solltest was, Aurora? Und warum tut ihr das? Das Feedback aus den anderen Teams war eher gemischt. Während aus Team Nordica und von Zoroark eher Zuspruch kam, wirkten sowohl Seraora als auch beide Mitglieder des Team Fossil eher unsicher. Nun, ich kenne eure Pläne im Epsilon-Komitee nicht, aber... Es wäre Seraora und Monagoras sehr unfair gegenüber, denkt ihr nicht? Wenn Aurora die Wahrheit sagt, wovon ich ausgehe, dann nicht. Ja, da muss ich mich auch auf die Seite der beiden stellen. Wenn Kell wahrlich im Kampf gegen Darkrai entschieden hat und dabei sein eigenes Leben riskiert hat, dann verdient er nicht weniger Vertrauen als Marshadow, du, Amagaga oder ich. Monagoras und Seraora können sich uns ebenfalls beweisen. Zum ersten Mal, seitdem Aurora ihn kannte, schien Amagaga sich jedoch nicht überzeugen lassen zu wollen. Allerdings erkannte er, dass er auf dem verlorenen Posten stand. Also, ich habe keine Lust auf einen Streit. Die Komitees versammeln sich noch einmal. Kell, wenn du dabei sein willst, dann mach das in Plottes Namen. Ohne weitere Worte versammelten sich die beiden Gruppen. Nun das Epsilon-Komitee etwas verkleinert. Dafür... die anderen Komitees größer. Also, habt ihr beide in den letzten Tagen mehr herausgefunden? Zu ihrer Enttäuschung verneinten beide ihre Gesprächspartner. Seraora verhält sich ganz normal. Bei ihm werde ich nichts finden. Zwar war Aurora sich hierbei alles andere als sicher, doch sie entschied sich für eine versöhnlichere Formulierung. Mach trotzdem weiter, dann findest du bestimmt bald Beweise gegen seine Schuld. Mit diesem Entschluss wirkte Zoroark zufrieden, also wechselte Aurora schnell das Thema. Also nun, wo die Sache mit Kell abgeschlossen ist, was soll ich dann jetzt im Komitee machen? Latias schien sich recht sicher, auch wenn ihre Idee nicht unbedingt war, was Aurora sich vorgestellt hatte. Es ist, denke ich, das Beste, wenn du einfach nebenbei guckst und dich sonst auf andere Dinge fokussierst. Immerhin sammelt ihr die Plot-Armor, keines unserer Teams. Und anders als Elementara und ich müsst ihr euch auf die Liga konzentrieren. Unsere Duelle sind sowieso recht irrelevant. Am Ende der Saison ist ohnehin unser einzig bedeutender Kampf. Um sich ihre Unzufriedenheit über diese eher untätige Planung nicht anmerken zu lassen, wechselte sie schnell das Thema. Wo du gerade von Elementara gesprochen hast, weißt du vielleicht, ob sie erfolgreicher war als ihr beiden? Latias wirkte unglücklich. War sie, soweit ich weiß, nicht. Keiner unserer Verdächtigen macht irgendetwas Auffälliges. Bisher kommen wir nicht voran. Zoroark schien die optimistischste in der Runde zu sein. Es ist bestimmt ein gutes Zeichen. Vermutlich hat Darkrai einfach gelogen, um uns zu verwirren. Zwar konnte Aurora diesen Optimismus nicht teilen, doch zumindest auf die Wahrheit in ihren Worten hoffen konnte sie. Aber bis mehr ans Licht kommen würde...
stand erst einmal die Oberliga im Vordergrund, welche bald beginnen würde.